Hallo und herzlich willkommen bei uns in Leipzig zum Elefantenbaden. Mein Name ist Richard, ich bin heute hier einer von drei Elefantenpflegern. Meine zwei Kollegen habe ich noch als Unterstützung zum Äpfelwerfen mitgebracht. Aber das wird sie gar nicht so interessieren, sie wollen ja unsere Tiere ein bisschen genauer kennenlernen. Und da sie jetzt zumindest auf der großen Pagode, hier wo ich stehe, auch schon ans Wasser kommen, fange ich gleich mal mit einer Vorstellung an. Der Kleine, der jetzt schon ins Wasser rennt, das ist Akito. Das ist der einzige Bulle von den vier Jungtieren, den man hier sehen kann. Gleich dahinter folgt seine Tante, die Pusa, die ist 2008 im Tierpark Berlin geboren, ist dann noch zusammen mit ihrer Tochter, der Bao, das ist die, die hinter Akito steht. Und im Hintergrund kommt jetzt auch noch Zaya angerannt, das ist auch noch ein Jungtier hier, das ist die Tochter von Keva, die man jetzt noch nicht sehen kann. Das ist die größte von den Kühen auf der Anlage, die hat ganz markant zwei sternförmige Markierungen auf dem Hinterteil. Das kommt noch daran, dass die Keva in Burma als Forstelefant eingesetzt wurde. Und das ist einfach eine Markierung der dortigen Forstbehörde, um die wilden Elefanten von den Arbeitselefanten zu unterscheiden. Dann fehlt uns auch noch die Panda, das ist von den größeren Kühen die kleinste. Die ist 2012 ebenfalls im Tierpark Berlin geboren, ist die Schwester von der Tusa und beides sind Kinder von der Akeva. Und dann fehlt uns jetzt noch die vierte im Bunde, das ist die Rani. Das ist die Kuh, die eher im Hintergrund der Anlage zu sehen ist, zusammen mit ihrer kleinen Tochter, der Savani, die demnächst auch ein Jahr alt wird. Somit sind dann alle unsere Kälber über ein Jahr alt. Der älteste von allen ist Akito. Sieht man ja auch, ist auch der größte von allen. Der ist schon fast 2 Jahre alt. Und der Vater von allen ist der Boynam. Das ist der ganz große Bulle, den Sie auf der anderen Anlage, wo mein Kollege steht, beobachten können. Der ist sehr markant, weil er einfach das größte Tier hier in der ganzen Herde ist. Mit knapp 3 Metern Schulterhöhe und einem Gewicht von knapp 5 Tonnen. Der ist zusammen auf der Anlage zu sehen mit der Astra. Das ist das Tier, was keine Stoßzähne hat von den dreien auf der Anlage und nur so einen kurzen Schwanz. Der wurde hier leider in einem anderen Zoo von einem anderen Elefanten mal abgebissen. Und die Astra verträgt sich leider nicht ganz so gut mit der Rani, weshalb sie tagsüber mit den beiden Bullen auf der Anlage zu sehen ist. Aber keine Angst, nachtsüber ist sie dann mit ihrer besten Freundin, der Keva, zusammen und den Jungtieren, sodass jeder genügend Sozialkontakte abbekommt. Das ist auch ganz wichtig für die Tiere, dass die Gruppen untereinander ab und zu mal getauscht werden. Einfach, dass sich eben das Sozialgefüge mal so leicht dreht und man einfach was zu tun hat. Und wer da jetzt noch fehlt, das ist der 8-jährige Edgar auf der Anlage. Wenn Woi nicht im Wasser ist, wird Edgar jetzt schon schön am Tauchen sein. Der ist eben mit 8 Jahren noch voll dabei beim Badespaß, ebenso wie unsere Jungtiere. Für die älteren Elefanten ist das dadurch, dass sie ständig Zugang zu den Becken haben, jetzt nicht unbedingt nötig, nur weil wir kommentieren wollen, auch ins Badebecken zu gehen. Und manchen ist auch ganz bewusst, die paar Äpfel, auf die kann ich jetzt auch drauf scheißen in dem Sinne, weil später kriege ich sowieso Futter. Da macht dann eben nicht jeder mit. Aber das ist jetzt erstmal so im Großen und Ganzen unsere Herde hier aus den Tieren. Und Sie haben ja schon gemerkt, die meisten, die sind irgendwo mit Keva verwandt, ob es jetzt Töchter oder Enkel von ihr sind. Und auch der Edgar, das habe ich gar nicht erwähnt, ist auch ein Kind von der Keva. Und das ist auch ganz gut so, denn so wäre es auch in der Natur. Da bilden nämlich die Elefanten sogenannte Matriarchallinien aus. Da haben sie dann reine Weibchengruppen mit eben einer erwachsenen großen Leitkuh, wie bei uns die Keva, mit mehreren weiblichen Verwandten, also verschiedene Töchter und auch Enkelinnen, die dann in der Gruppe zusammenleben. Aber man hat dann auch wie hier meistens noch so beste Freunde mit dabei, die ganz wichtig fürs Sozialgefüge der Gruppe sind, da sie einfach die Rangordnung stärken und auch die Leitkuh in ihrer Position stärken. Bei uns wären das dann eben die Astra, die die beste Freundin von der Keva ist, oder auch die Rani, die im Tierpark Hagenbeck in Hamburg geboren ist, somit mit der ganzen Gruppe hier nicht verwandt ist, aber sozusagen ein angewachsenes Gruppenmitglied ist und auch ihren festen Platz in der Rangordnung mittlerweile hat. Und auch für die Jungtiere ganz wichtig ist, denn da die Rani erst 15 ist, hat sie manchmal noch ein bisschen mehr Ausdauer mit den vier Kleinen zu spielen, als jetzt vielleicht die über 40-jährige Keva das hat oder auch die Astra, die ebenso alt ist. Genau, und in der Natur wäre es auch so, dass Tiere im Alter wie Edgar, also so zwischen 8 bis 10 Jahren, also die männlichen Tiere, die Gruppe verlassen würden und abwandern würden, weil sie dann in der Gruppe eben nicht mehr willkommen sind. Meistens schließen sie sich dann auch mit anderen Jungbullen, denen es genauso geht, zusammen, als sogenannte Junggesellengruppen, in denen einfach noch viel voneinander gelernt werden kann. Meist schließen sich diese Junggesellengruppen dann noch einem erwachsenen Bullen an, wie bei uns dem Boynam.
Und von dem kann man dann natürlich am meisten lernen. Der weiß ganz genau, wann wollen mich die Weibchen dabei haben, wann wollen sie es nicht und wie habe ich mich zu verhalten, wenn ich sie treffe. Und das lernt der Edgar hier jetzt gerade vom Boy noch so ein bisschen, denn perspektivisch wird der Edgar unseren Zoo irgendwann verlassen müssen, denn zwei ausgewachsene, geschlechtsreife Elefantenbullen zu halten, ist einfach zu platz- und kostenintensiv. Das kann sich so gut wie kein Zoo leisten. Und deswegen wird er irgendwann früher oder später mal seine eigene Gruppe übernehmen müssen. Und da muss er eben noch ein bisschen was dazulernen. Ansonsten haben wir ja hier in Leipzig in der Themenwelt Asien asiatische Elefanten. Es gibt ja noch den afrikanischen Savannenelefanten. Das ist der mit den großen Ohren. Wir haben hier die mit den kleinen Ohren. Das ist schon mal ein Unterschied, aber auch die Haut ist ein markanter Unterschied. Denn die Haut des asiatischen Elefanten ist viel, viel glatter als die des afrikanischen, was in Verbindung mit den Ohren zu einer viel größeren Körperoberfläche beim afrikanischen Vertreter führt. Und damit können die Tiere ihren großen Körper optimal abkühlen, denn man muss wissen, Elefanten können im Gegensatz zu uns nicht schwitzen, müssen die Körperwärme also anders loswerden. Und da der afrikanische Elefant als Steppenbewohner da einfach viel mehr Sonne ausgesetzt ist als der regenwaldbewohnende asiatische Elefant, sind das so ein paar Anpassungen der Tiere daran. Es gibt noch ganz viele andere Unterschiede, wie beispielsweise die Stoßzähne. Da sehen Sie ja, bei uns haben nur die beiden Bullen wirklich ausgeprägte Stoßzähne und die Weibchen haben entweder keine oder nur ganz kurze. Beim afrikanischen Elefanten haben beide Geschlechter relativ lange Stoßzähne. Wir haben ja jetzt hier ein paar Äpfel zur Motivation reingeworfen. Das ist natürlich nicht die Hauptfütterung, das wäre wie für uns so eine kleine Tüte Gummibärchen, so ein kleiner Snack zwischendurch. Die Hauptfütterung unserer Elefanten hier im Zoo besteht größtenteils jetzt in der Saison aus Grünfutter, also verschiedenen Gräsern, aber auch Luzerne, eine heimische Kleeart. Und bei einer Anzahl von 11 Tieren, wenn man die Jungtiere jetzt schon mitzählen möchte, kommen wir da auf ungefähr 1,5 bis 2 Tonnen Grünfutter pro Tag, die wir hier bewegen für unsere Tiere. Dazu kommt noch verschiedenes Obst und Gemüse, was vor allem auch zu Trainingszwecken als Belohnung eingesetzt wird, aber auch verschiedenes Laub, was als ganze Äste angeboten wird, denn die Rohfaser, die da sehr reichhaltig ist, ist auch ganz wichtig für die Verdauung der Tiere, denn das regt einfach den ganzen Magen-Darm-Trakt noch mal ein bisschen an durch den rohen Rohfasergehalt. Und deswegen steht das den Tieren einfach auch ganz täglich zur Verfügung. Jetzt sind zumindest hier bei mir vom Becken auch die Äpfel schon leer und da geht die Motivation auch ganz schnell weg. Auch gerade bei den Jungtieren könnte man jetzt natürlich noch länger warten, aber die schließen sich jetzt auch ihren Müttern an. Was man jetzt noch schön beobachten kann, ist, da die Tiere ja kein Fell haben, sind sie somit auch sehr, sehr anfällig für Sonnenbrand und Insektenstiche. Die werden sich jetzt alle an der nächsten Lehm- oder Sandhöhle einfinden und sich schön als nochmal eindecken. Das dient den Tieren nur noch so als zweite Hautschicht. Da sind sie dann sozusagen bestens geschützt für den Tag. Und das soll es soweit von mir jetzt auch gewesen sein. Ich hoffe, Ihnen hat das hier alles halbwegs was gebracht und Sie haben auch was mitnehmen können. Sollten Sie sich noch Fragen stellen, können Sie die natürlich gerne an uns herantragen. Entweder an mich oder meine Kollegen, wir versuchen die dann nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Ansonsten, wer direkt Lust hat auf die nächste Kommentierung, in ungefähr 10 Minuten startet das Robbentraining bei uns an der Seelöwenanlage am Neuen Vogelhaus. Das ist auch sehr, sehr empfehlenswert, was die Kollegen da machen. Ansonsten vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihnen allen noch einen schönen Tag hier bei uns in Zoo Leipzig. Auf Wiedersehen!